So, hallo zusammen, heute mit einem neuen Video. Und zwar will ich heute wieder ein Game machen mit einem anderen Helden, um euch einfach einen anderen Helden heute mal zu zeigen. Wenn es möglich ist, werde ich jetzt Iron Man picken, weil ich euch mal Iron Man zeigen will. Item Build Suggested. Wer hat hier die beste Rate? 25 Games, irgendwas. Dann nehmen wir mal. Das ist ein Jungle-Item, glaube ich, oder? Ja, dann nehme ich eben das. So, Default Energy, ja, habe ich noch nichts gescheit. Aber Pro-Set, ich nehme einfach mal das oberste. Ne, das zweite. Ja. Skins habe ich leider keine gespielt mit Black Panther, Hawkeye, Hulk und. Oh, wer ist das? Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. Naja, ist ja wurscht. Ich bin ein bisschen erkältet. Okay, es ging ja schnell los. Also, Iron Man meine ich, hat vier Skills. Ich nehme mal die da, Damage. Ah, ich muss die so anvisieren, okay. Ich fliege irgendwie die ganze Zeit, voll cool. Schlägt der Auto oder schießt er dann so Dinger? Weiß gar nicht. So, wir spielen gegen Quicksilver. Oh mein Gott, wie schnell ist denn der Kerl? Okay. Ah, Iron Man macht Magieschaden. Der macht auch keinen Schaden irgendwie. Warum ist der vor mir in Level 2 gekommen? Der Typ hat doch viel XP von ihm geklaut. Ah, die zweite Fähigkeit schleudert ihn anscheinend zurück irgendwie. Ist hier so ein Mirror-Match irgendwie. Er ist noch ein Normal-Game. Die dritte Fähigkeit. Die dritte Fähigkeit lässt mich fliegen. Okay, jetzt fliegen wir halt gegeneinander. Kann ich ja hier drüber fliegen? Alter, ich kann hier drüber fliegen. Ich kann halt einfach über Wände fliegen. Das ist ja okay, das ist boostet. Und ich kann Fähigkeiten machen. Aber, ich muss. Ach, der fällt dann selber irgendwann runter. Nice. Weiß nicht, ob der Flicker jetzt nötig war, aber. Hab mir den Kill secured. Das ist irgendwie so ein Knockback. Boah, die erste macht halt übel Schaden. Ich roam jetzt mal, nachdem ich die Wave geklärt habe. So, da bin ich anscheinend schnell. Ich fliege die ganze Zeit. Ich kann von oben irgendwie. Ich kann überall rüberfliegen. Guckt euch, gibt euch den Shit. Kann ich dann irgendwas weitermachen? Ich kann von oben Skillshots feuern. Ach, und nach einer gewissen Zeit fliegt er halt dann zurück. Ah, jetzt. Ich flieg mal wieder back. Mal schauen, was die Ulti kann. Oh Mann, warum fliege ich jetzt neben dem? Okay, der Tower erwischt mich trotzdem. So lande ich wieder. Ich glaube, das ist einfach nur für Movement, dass man halt schneller die Karte überwirken kann. Ulti. Mach halt die Ult. Ich kann die Ult nicht machen. Jungs, ich kann die Ult nicht machen. Und er feuert halt die wegen Mana bestimmt. Oh Gott. Immerhin konnten die mich nicht killen. Ich kann dem nicht helfen. Ich bin viel zu low. Ich bin One-Shot. Ja, ich hatte keinen Mana da. Sonst hätte ich ihn gekillt. Ähnelt irgendwie Natalia aus AOV ein bisschen. Also die Ult, die er gemacht hat, das war ja irgendwie so eine Natalia-Ult.
Ah, nice, ich kann mich so bewegen, aber ich kann die Fähigkeit nicht wirklich drehen. Okay, dann weiß man das schon mal. So. Alter, der Schaden von ihm ist halt busted, Alter. Nicht Push-Pistolen, glaube ich. Ja, eigentlich mache ich keinen Schaden, aber. Irgendwie mache ich ab. Ich mache P und Magie-Schaden. Seht ihr das? Ich push einfach trotzdem mit Don. Dann geht's eigentlich voll klar. Ah, ich habe die Ulti noch gar nicht. Oh mein Gott, der hat gar keinen Schaden von mir bekommen. Das ist halt so nice, oder? Ich kann halt überall drüber fliegen, kurz so wie schnell ich will. Alter. Und dann schön weiter pushen. Mana Golem wäre jetzt nice. Also die Ulti ist ein bisschen wie Natalia. Das Fliegen ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Alter, die erste macht halt übelsten Schaden. Mein Gott. Ich kann hier irgendwas. Ah, der Mana Golem, den muss ich extra releasen. Also den muss ich quasi aktivieren irgendwie. So, ich schaue jetzt mal oben vorbei. Ich fliege da jetzt mal hin. Bin ich dann irgendwie CC-Immun oder? Gibt es auch noch so ein geiles Teil? Kann halt die Ulti machen, Alter. Wo ist der? Oh Mann, ich dachte, ich krieg den noch. Also ich weiß nicht, was ich von der Erde, von der Ding halten soll, von dem Fliegen. Mein Schaden ist halt insane. Guckt euch den Schaden an, Alter, der platzt instant. Ich kann den halt totböllern, bevor der überhaupt zu mir kommt. Ich fliege jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob die mich dann angreifen können noch. Ja, können die. Aber ich kann halt die ganze Zeit hier rumfliegen überall hin. Die kommen halt mir nicht hinterher. Zum Escapen. Oh mein Gott. Gibt euch den Shit. Iron Man ist mega. Also macht doch voll Spaß, irgendwie Iron Man zu zocken. Alter, die Wave. Der Wave Clear. Ich glaube, den muss man mit Cooldown spielen. Ey. Ich komme jetzt mal dem oben helfen. Das heißt Attack. Okay, der ist schon tot. Dauert ein bisschen die, quasi die erste, aber der Schaden, der ist busted, der ist krank. Und der hat auch noch eine weitere Fläche, als eigentlich angezeigt wird. Oh mein Gott. Nein, ich komme nicht mehr weg. Doch, ich kann ja wegfliegen. Guckt euch das an. Schaut euch das an. Einfach über Gebäude. Gebt euch das bitte. Alter, das ist halt insane, ist das. Es ist halt sehr gut, um schnell irgendwo hinzugehen, weil man nicht über Wände kann. Und zum Beispiel hier kann ich jetzt nicht entlang gehen. Aber da könnte ich einfach mit der Fähigkeit drüber fliegen. Also ist schon geil. Active Shots and takes flight and speed gain. 80% Bewegungsschwund. Ignore objective. He can keep flying. Ab 12 Sekunden kann ich fliegen, Alter. Also Iron Man ist mega geil. Ulti wie Natalia, wie gesagt, oder wie Groot heißt er, glaube ich, aus ML. Vielleicht habe ich mich versprochen. Ich glaube Groot. Also dieser Blue Server da, Silver Server, irgendwie so. So, jetzt komm mal her, Iron Man. Jetzt klatscht den mal weg. Der Wave Clear ist halt dadurch auch geil.
Oh, ich komme nicht weg. Oh. Ey, Silver, der Quicksilver, der ist halt viel zu mobil. Shutdown, shit. 7-2 steht's, 3-1, 7-1, ja, MVP wird's nichts mehr. Iron Man ist halt so ein Teamfight, glaube ich, eher gut. Aber wird halt auch one-shottet. Oh, kriegst du den noch, Hawkeye? Der bleibt, oh Gott, der kriegt den nicht mal. Die ist halt auch irgendwie unfair. Das ist irgendwie so ein 2 gegen 1. Erinnert mich an Isha ein bisschen. Aus AUV. Ja, mal schauen. Das ist halt so, irgendwie so ein Tank gegen so ein Squishy. Oh, ich kann wieder fliegen. Ich komme denen gleich helfen. Der Schaden von Hulk. Von ihm. Alter, gibt's euch das? Ich kann halt überall hinfliegen direkt. Ich ult das Ding jetzt. Magieschaden. Und die macht nur Magieschaden. Dann aktiviere ich das gleich. Okay, was mache ich jetzt? Ach so, ich bin in seiner Ulti von dem. Ich kann halt hier die ganze Zeit so rumfliegen. Die können halt nichts gegen mich machen. Der Schaden. Alter, Iron Man. Guckt euch an, ich kann einfach hier oben fliegen. Hier kann ich ja, bin ich auf die Hälfte nicht anvisierbar. Also Hulk sage ich die ganze Zeit. Iron Man, mega cool. Iron Man, mega cool. Macht richtig Spaß. Bisschen halt wegen dem Laggy kann man nicht so die erste schnell so rüber durchspammen, aber ist eigentlich trotzdem relativ stark und macht echt Spaß. Genau. Jetzt habe ich noch ein bisschen was gewonnen. Schauen wir uns die Stats an. 815, 13,0, ja, fast MVP. Die Items. Und der Schaden, 26%. Ich habe mehr als der ADC Damage gemacht. Gibt's euch das? Und das eigentlich nur mit der ersten und mit der Ulti. Also, mega geil, Iron Man. Das war's fürs Video. Danke fürs Zusehen. Ciao.